Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie die Öffentlich-Rechtlichen in der Sendung Sandra Maischberger mit Vorsatz täuschen, ihrem Auftrag nicht nachkommen. Highlight der Sendung war, wie Sandra Maischberger Sarah Wagenknecht am Ende des Streitgesprächs zwischen Sarah Wagenknecht und Marie-Louise Beck ziemlich offen beleidigte, aus meiner Sicht. Jetzt im Folgenden einige Passagen des Streitgesprächs, danach ein paar Worte dazu. Die Ukrainer sich entscheiden. Wir möchten gerne frei entscheiden können und frei leben. Und wir möchten keine Kolonie von Russland sein. Dann müssen wir das respektieren. Das ist nämlich der Grundsatz des Westens. Der Grundsatz des Westens ist, und dem hat Russland in seinen besseren Zeiten vor Putin zugestimmt, jeder und jede darf sich frei entscheiden. Ja, aber das gilt natürlich für große Teile der Welt so nicht. Also dieses Prinzip der freien Bündniswahl kann man vertreten, dass jedes Land das selber entscheidet. Die Frage ist, ist das einen solchen brutalen, andauernden Krieg wert, in dieser Frage keinen Kompromiss zu machen? Ich erinnere daran, dass Wall Street Journal also hat jetzt nochmal... Also sollen sich die Ukrainer doch ergeben. Also was heißt ergeben? Es ist doch ein Unterschied, was heißt es denn? Ob ein Land, die Ukraine war in ihren Gründungsdokumenten, der moderne ukrainische Staat, da stand verankert die Neutralität der Ukraine. Das stand da drin. Das ist kein Ergeben, sondern das ist wäre ein vernünftiger Kompromiss, mit dem man diesen Krieg beenden könnte. Lange angeboten und übrigens, hat. Nein, hat er nicht. Er hat es kurzzeitig angeboten, wurde dafür öffentlich gerüffelt von Boris Johnson und auch die Amerikaner haben signalisiert, we are not amused. Und dann wurde das Angebot zurückgenommen. Zurzeit wird doch gar nicht versucht zu verhandeln. Ja. Und das finde ich. Und ich finde auch diese Heuchelei, die Freiheit der Bündniswahl, was die wert ist, wenn amerikanische Interessen tangiert werden. Das sehen wir zurzeit im Südpazifik. Im Südpazifik Lassen gibt Sie es uns eine doch mal nein, bei der Ukraine nein, nein, bleiben. Das möchte ich schon jetzt anbringen. Im Südpazifik gibt es ein kleines Land, eine kleine Inselgruppe, die nennt sich Salomonen. Die haben sich gerade entschieden, dass sie mit China ein Militärbündnis eingehen wollen und China dort einen Marinestützpunkt errichtet. Ja. Das Weiße Haus, die Reaktion kam prompt, sie haben mit Krieg gedroht und die Australier, der australische Premier hat ganz klar gesagt, wir werden nicht hinnehmen, dass vor unserer Haustür wörtlich ein chinesischer Marinestützpunkt stattfindet. Ich glaube, Sie und haben da beide reden wir noch nicht mal von der Haustür für Washington. Also das heißt, das, was wir in der Ukraine von Russland als selbstverständlich erwarten, das würde Washington und würde die USA nie respektieren. Frau Wagner, und deswegen bei allem Respekt, wir einen wir sinnvollen einmal Kompromiss. Ich glaube, das ist das Wichtigste, mit dem wir diesen Krieg sehr schnell beenden könnten. Und wer das nicht ganz kurz, diesen Weg nicht geht, der ist unverantwortlich. Jetzt müssen Sie beide es bitte sagen, Frau Wagenknecht, wenn es so einfach wäre. Also der UN-General war in Moskau. Macron hat heute mit Putin telefoniert. Macron hat im März 20 Mal mit Putin telefoniert. Wenn es so einfach wäre, dann würden doch alle beide schon am Verhandlungstisch sitzen. Also wie beendet man diesen Krieg, wenn der eine offensichtlich nicht bereit ist, den Krieg Nein, zu beenden? Nein, also ich meine, die, das müssen die Sie jetzt Deutschen, ganz klar sagen. Auch die Franzosen, haben diese Neutralität unterstützt. Sie haben ja damals ihr Veto eingelegt. Also wie beendet man jetzt diesen Krieg? Ja, indem man zum Beispiel als deutsche Regierung gemeinsam mit den Franzosen eine diplomatische Initiative unternimmt, allerdings über den Kopf der Ukraine hinweg? Ja, es betrifft uns auch. Über und bitte den Kopf schön, der Ukraine hinweg. Na, was heißt über den Kopf der Ukraine hinweg? Wenn die ukrainische Regierung das nicht will, dann muss sie da auch alleine damit klarkommen. Ich meine, dafür können wir uns doch nicht in einen atomaren Konflikt möglicherweise hineinziehen zu lassen. Und ich wollte diesen Punkt noch bringen. Es geht ja gar nicht jetzt, darum, dass Putin jetzt auf den Atomknopf drückt, sondern es geht darum, wenn wir Waffen liefern. Was passiert, wenn die Russen zum Beispiel Waffenlieferungen außerhalb des Territoriums der Ukraine angreifen? Feuern wir dann Sie wollen dann gar sind nicht wir mit in mir einem sprechen. Krieg. Sie wollen Nein. eigentlich nur Es ist schwierig, darf ich Ihnen Sie beide klar von machen, ich dass das Sie beide unverantwortlich eingeladen. Ist, wie Sie argumentieren und dass das gefährlich Sie ist, beide dass das verdammt gefährlich ist für unser Land und für die Menschen hier. Kommen zu lassen, den Punkt haben Sie gemacht. Jetzt Sie, Frau Beck, wie beendet man den Krieg jetzt? Ich kann es Ihnen nicht sagen und ich glaube auch Präsident Zelensky wird es Ihnen nicht sagen können. Er sieht, dass seine Bevölkerung leidet und er sieht, dass in den besetzten Gebieten schreckliche Verbrechen geschehen. Und ein Präsident Zelensky, wenn wir jetzt mit den Vorschlägen kommen, mach doch mal dies oder das, muss ich überlegen,
überlasse ich die Menschen in Kharkiv, in Mariupol, in Cherson und in anderen Städten, überlasse ich sie diesem Willkürregime. Nein, darum geht es nicht. Es ist ja jetzt schon vorbereitet worden, dass die Annexion ganz schnell in den nächsten 2 Wochen über die Bühne gehen soll. Und das Hauptproblem ist, dass es kein gutes Leben gibt in diesen Separatistengebieten. Ich habe Freunde, die mir erzählen, dass sie in der DNR, NLR die Männer seit Wochen sich im Keller verstecken, weil zwangsrekrutiert wird. Das sind Willkürregime. Das sind die beiden also Gebiete im Osten. Genau. Soll Selenskyj, ist eine irrsinnig schwierige Entscheidung, sagen, alle diese Menschen überlasse ich Putin, und es hat ihm nichts genützt, dass die Krim bei Russland geblieben ist. Es hat nichts genützt, dass diese Separatistengebiete quasi bei Russland gelassen worden sind. Die Antwort von Putin war, immer noch einen Schritt weiter zu gehen. Und diese Lektion, die haben die Ukrainer verstanden, wenn sie jetzt die Hälfte des Landes Putin überlassen würden. Aber es geht doch nicht darum, dass sie die Hälfte des Landes, es geht um eine Neutralität, ein Neutralitätsstatus. Ist angeboten worden. Nein, die wurde, von Selenskyj. Die wurde nie ernsthaft angeboten. Aber auch das ist eine Entscheidung, gehört, die Selenskyj treffen muss. Und dass er wurde ja unter Druck gesetzt, das nicht weiter zu vertreten. Frau Wank, das sind so öffentliche Äußerungen und des amerikanischen jetzt Präsidenten. In die NATO drängen, zeigt ja, dass es begründete Furcht vor Russland gibt. Aber so eskalieren wir immer weiter. Russland hat jetzt angekündigt, wenn die in die NATO gehen, dann stationieren sie Atomraketen in Kaliningrad. Das stimmt. Also deswegen bestimmt jetzt Putin, was diese Länder machen dürfen und was nicht? Ja, die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir irgendwie diesen Konflikt deeskalieren oder wollen wir immer mehr und immer aggressiver auf militärische Lösungen setzen? Wir leben in einer Welt der Atommächte. Und in einer solchen Welt muss man sich irgendwie arrangieren. Jetzt und wenn man da überhaupt keinen Weg, keine Tür offen lässt, dann ist man mitverantwortlich dafür, was passiert. Dann kann man die Verantwortung auch nicht nur auf Putin abschieben. Weil wir zu einem Ende kommen müssen. Es gibt einen Satz, der aus der alten pazifistischen Reihe noch kam. Ganz alt ist der, da hieß es immer, lieber rot als tot. Sie würden heute sagen, nein? Das stimmt nicht mehr nach den Erfahrungen, die die Menschen in den besetzten Gebieten der Ukraine machen. Also die sind dann rot und tot. Ihrer Meinung. Ja gut, Putin rot, also es tut mir leid. System ist ja nicht rot. Und wir würden Putin alle Macht geben, so weit zu gehen, wie er möchte. Das heißt, das Baltikum, das heißt, ist doch Polen, ein Unsinn. Sie sehen doch, wie dieser Krieg läuft. Also, dass Putin das alles mit der Militärmacht, die er hat, wo er Schwierigkeiten hat, in der Ukraine irgendwie das zu erreichen, was er möchte, dass er mit dieser Militärmacht die NATO angreift, ist relativ absurd. Ich habe eine letzte Frage an Sie, weil Sie 4 Tage, bevor es losgegangen ist, bei der Kollegin Anne Will gesagt haben, Putin wird nie und nimmer die Ukraine überfallen. Nein, das habe ich nicht so gesagt. Ich habe es damals nicht. Ich habe die Frage noch gar nicht gestellt. Nein, ich habe tatsächlich mich geirrt. Aber ich wollte die Frage noch stellen. Nie und nimmer habe ich nicht gesagt. Wir haben gesagt, also ich habe ja die Sendung gesehen, es war ziemlich vehement. Ich habe mich nur gefragt, wenn man sich einmal so fundamental irrt, stellt man eigentlich das, was man danach denkt, nicht manchmal in Frage? Ja, ich habe mich in der Frage geirrt, aber was mir der Einmarsch in der Ukraine vor allem gezeigt hat, ist, dass Putin jemand ist, der zu gefährlichen Kurzschlüssen in der Lage ist, wenn er sich in die Ecke gedrängt fühlt. Und das sollten wir sehr ernst nehmen, weil je mehr wir ihn in die Ecke drängen, desto mehr solcher Kurzschlüsse könnten möglicherweise die Folge sein. Und das müssen wir doch irgendwie einkalkulieren. Er steht in einer Ecke, das ist gefährlich. Ich glaube, so weit würden Sie mitgehen, aber ob er sich gedrängt hat. Aber deswegen sollten wir ihm nicht geben, was er will, denn er wird nicht satt sein. Und Deutschland hat schon einmal mit Russland ein Land geteilt, das war Polen. Wir können doch nicht sagen, die Ukraine muss, weil Putin muss Atommacht neutral bleiben. Ist das so ein riesiges, weil Putin eine so Atommacht riesige Würde? Ist, sich ergeben. Das ist nicht das Recht, was wir haben, einem Volk, das um Freiheit kämpft. Vielen Dank. Bis hierher. Schwierig, und Sie sind ziemlich genau da, wo die Deutschen auch gespalten sind, 45% und 45%. Wahrscheinlich liegt es an der Frage, die nicht so einfach zu lösen ist. Herzlichen Dank, Sarah Wagenknecht. Vielen Dank, Marie-Louise Beck, dass Sie heute hier waren. Danke. Zum Schluss wurde Maischberger ausführlich gegenüber Wagenknecht, indem sie ernsthaft nahelegte, Wagenknecht würde sich nicht hinterfragen, würde ihre Meinung nicht durchdenken.
Es kam dann der gut gemeinte pädagogische Ratschlag, dass doch vielleicht angesichts der Tatsache, dass sie sich geirrt hat, dass Russland nicht angreifen würde, ob sie vielleicht mal ihre Meinung hinterfragt, ihre Ansicht. Ob sie das mal durchdenkt. Ob sie sozusagen zumindest dann mal anfängt, ihre Meinung zu durchdenken. Das ist aus meiner Sicht wirklich eine grobe Unverschämtheit, die man in der Sendung spürt, die man aber erstmal durchdenken muss, bis man das begriffen hat, was Maischberger hier eigentlich gesagt hat. Mich geirrt, aber ich wollte ja, die Frage noch stellen. Nie und nimmer habe ich nicht gesagt. Wir haben gesagt, also ich habe ja die Sendung gesehen, es war ziemlich vehement. Ich habe mich nur gefragt, wenn man sich einmal so fundamental irrt, stellt man eigentlich das, was man danach denkt, nicht manchmal in Frage? Das wollte ich gerade sagen. Also da wenn Sie gespalten sind, Herr Hartmann, dann hat der ja mit der Taktik... Ich hätte den Brief nicht unterschrieben, damit das auch klar ist. Okay. Aber wenn das eine Taktik ist, auch eben um öffentliche Meinung zu beeinflussen, dann hat er ja ganze Arbeit geleistet. Wenn Sie nicht in der Lage sind zu sagen, bin ich dafür oder dagegen, dann hat er ja die Spaltung auch geschafft. Ich glaube... Wo sind Sie, Frau Lau? Absolut dafür. Für die Lieferung schwerer Waffen. Frau Ammann. Ich bin auch dafür. Ich habe aber auch eine Kehrtwende da eingelegt, muss ich sagen. Ich habe, bevor die Invasion gekommen ist, immer gesagt, ich halte Waffenlieferungen, solange die Invasion eben nicht begonnen hatte, für eine gefährliche Eskalation. Jetzt denke ich, es ist wirklich zynisch zu sagen, liebe Ukrainer, kommt alleine klar, wehrt euch, gebt euch doch am besten gleich und wir liefern nichts und halten uns raus. Ich glaube, dieser Punkt ist überschritten. Dafür sind die Kriegsverbrechen zu krass, dafür steht zu viel auf dem Spiel. Aber was können wir denn liefern? Welche schweren Waffen? Aber dafür zunächst gab es einen belanglosen Plausch, wann und wie Putin Atomraketen einsetzt. Es gab aber keine Hintergrundinformationen, sondern es war ein Raunen über Putin. Greift er an, greift er nicht an? Es war ein bisschen so wie die Vorbesprechung vor einem Champions League-Spiel. Nach dieser Einführung, in die der Zuschauer passend in die richtige Richtung eingenordet wurde, kam das Streitgespräch. Zu klären, Sie sind 1980 bei den Grünen beigetreten. Sie sind mit Petra Kelly, der Friedensikone der Grünen, in den Bundestag eingezogen. Das war die Hochzeit des Pazifismus, mindestens bei den Grünen. Sind Sie damals eine überzeugte Pazifistin gewesen? Ich habe in der Konsequenz nicht darüber nachgedacht, was ein fundamentaler Pazifismus heißt. Ja. Wir haben damals gesagt, wenn in Europa Atomraketen eingesetzt werden, wird das Europa vernichten. Mhm. Wir haben damals sowohl auf die SS-20, das waren die russischen Raketen, die ersten waren, und auf die Pershing 2, die dann nachgezogen sind, von den USA hingewiesen und haben die bekämpft. Und ich weiß nicht, was Petra Kelly heute, die ja auch eine überzeugte Menschenrechtsaktivistin war. Ich weiß nicht, was sie sagen würde, weil angesichts sie dieser unglaublichen Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen, die es jetzt in der Ukraine gibt. Und diese Frage habe ich mir auch schon in Bosnien oft gestellt. Im Streitgespräch wurde zunächst Marie-Louise Beck ausführlich befragt. Es war aber keine kritische Befragung, sondern es war eher eine Art Werbeblock. Marie-Louise Beck wurde als die friedliebende Pazifistin dargestellt, die vom Moral triefend erst Pazifistin war, dann aber eine gedankliche Umkehr hatte. Das wurde aber nicht kritisch hinterfragt, sondern die Antwort von Marie-Louise Beck. Sie hätte nicht richtig über den Begriff Pazifismus nachgedacht und beim Beschuss von Raketen auf Israel hätte sie ihre Meinung geändert. Das wurde kritiklos von Maischberger angenommen. Es stellt sich die Frage, wenn man Pazifist ist, dann sollte man doch eigentlich über den Begriff Pazifismus nachgedacht haben. Maischberger hätte das Thema ja nicht angehen müssen, aber entweder behandelt man so ein Thema kritisch oder man lässt es ganz sein. Jedenfalls hier ist die Intention offensichtlich, dass es sich rein um positives Framing für Beck gehandelt hat, dass sie ja früher immer extrem friedliebend war. Und das legt dann dem Bürger nahe, weil Beck immer friedliebende Pazifistin war, ist jetzt ihre Haltung, man müsse unbedingt Waffen in die Ukraine liefern, umso zwangsläufiger. Wenn Beck das unter dem Hintergrund sagt, früher Pazifistin gewesen zu sein. Bei Willis Beck darf in der Folge ungehindert Desinformation betreiben. Sie legt dem Zuschauer nahe, Putin habe eindeutig gesagt, er wolle den ganzen Ostblock angreifen und er wolle sich die Ukraine einverleiben. Putin hat ja sehr klar erklärt, was er möchte. Mhm. Vor Weihnachten. Er hat nicht gesagt, ich will nur die Ukraine wieder. Es gibt gar keinen ukrainischen Staat, Regime, das sagt, es gibt gar keine Ukraine. Das Land muss russifiziert werden. Dabei ist die Haltung von Russland seit Jahrzehnten, dass die Ukraine neutral bleiben soll. Weiter behauptet sie, dass die russische Armee systematisch Kriegsverbrechen begeht. Wenn es die Möglichkeit gibt für die ukrainische Armee, diese Artillerie und diese Raketen, die in die Stadt und in die Zivilbevölkerung hineinschießen, unschädlich zu machen durch den Einsatz von Waffen, werden Zivilisten geschützt. Das ist aber genau in Mariupol nicht der Fall gewesen.
Die Häuser waren ausgebrannt, aber sie wurden nicht mit schweren Waffen beschossen, was ein sehr großer Unterschied ist. Es war in Mariupol oft so, dass sich das Azov-Bataillon in Häusern eingenistet hat und die Zivilbevölkerung in den Keller geflohen ist. Die russische Armee könnte jetzt mit schweren Waffen die Häuser einfach kaputt schießen und die Soldaten in den Häusern würden sterben. Es würde aber auch die Zivilbevölkerung sterben. Russland hat aber darauf verzichtet und schwere militärische Nachteile dafür in Kauf genommen. Marie-Louise Beck erweckt den gegenteiligen Eindruck und Maischberger stellt es nicht richtig. Weiter behauptet Beck, Putin wolle Europa zurück in ein Europa der Einflusssphären führen. Es geht darum, dass Putin angekündigt hat, dass er unser Europa, das auf Recht und Gesetz und Völkerrecht basiert ist und deswegen hatten wir Frieden, dass er das wieder zurückführen will in ein Europa der Einflusssphären. Und zwar, wenn es denn sein muss, mit dem alleräußersten Mittel und Sie halten diese Drohung also für eine reale Drohung. Das muss, das ist ein wichtiger ausgeschlossen. Die Behauptung, dass es aktuell kein Europa der Einflusssphären gibt, ist grobe Täuschung. Die Ukraine liegt seit der Revolution 2014 eindeutig in der Einflusssphäre der USA. Die USA haben das sogar selbst zugegeben, indem Victoria Nuland in einer Rede erklärt hat, 5 Milliarden Dollar in die Ukraine investiert zu haben, um bei der Demokratisierung zu helfen. Was natürlich bedeutet, den Umsturz organisiert zu haben. Ein abgehörtes Telefonat, dessen Echtheit von den USA nicht bestritten wird, beweist eindeutig, dass die USA die Regierungsbildung in der Ukraine geplant haben, seit 2014. Auch beim Thema Butcher wird systematisch Desinformation von Maischberger und Beck betrieben. Wir haben gesehen, was für unglaubliche Verbrechen durch dieses Besatzungsregime begangen worden sind. Butcher hat es gezeigt. Es hat sich bei der Obduktion von Leichen herausgestellt, dass Streumunition verwendet wurde. Solche Munition verwendet man aber nicht, wenn sich eigene Soldaten in der Umgebung aufhalten, weil eigene Soldaten gefährdet werden. Das Massaker soll ja stattgefunden haben, als die Russen in der Stadt waren. Zudem ist es so, dass der Bürgermeister der Stadt Butcher freudestrahlend durch die Stadt gegangen ist, nachdem die Russen am 30. März die Stadt verlassen haben. Die Leichen wurden aber später im Eingangsbereich der Stadt gesichtet. Es kann nicht sein, dass der Bürgermeister das übersehen haben kann, nachdem er die Stadt besichtigt hat. Das ist ein weiterer klarer Hinweis darauf, dass die gezeigten Personen auf den Fotos nicht vor dem 30. März auf der Straße gelegen haben, sondern erst später. Butcher wurde in den Medien extrem groß gespielt. Nachdem jetzt aber klar wird, dass es die Russen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht gewesen sein können, wird das nicht aufgegriffen, wird das nicht präsentiert, so auch nicht hier in der Sendung. Das ist Täuschung im schlimmsten Ausmaß, weil die Waffenlieferungen mit Butcher begründet wurden. Beck präsentiert weitere ungeprüfte Anschuldigungen als Fakt dem Zuschauer. In Mariupol wissen wir, dass es riesige Massengräber gibt. Die Russen wissen ganz genau, dass jeder Vorfall, den die westlichen Medien irgendwie finden können, der Bevölkerung ganz groß präsentiert wird und dann Waffen in die Ukraine geliefert werden, umso mehr. Oder eine Kriegsbeteiligung stattfindet. Es ist vollkommen im Sinne der ukrainischen Regierung und ganz entgegen der russischen Regierung, die eine Nicht-Einmischung der anderen Staaten möchte. Umso genauer müsste Maischberger darum bemüht sein, solche Vorfälle zu überprüfen und irgendwelche Anschuldigungen, die ein Gast macht, nicht einfach durchgehen zu lassen vor dem Publikum. Das ist die Verantwortung, die die Öffentlich-Rechtlichen haben. Maischberger macht hier genau das Gegenteil. Ganz im Gegenteil legt sie Sarah Wagenknecht nahe, Desinformation zu betreiben, weil diese behauptet hat, Kriegsverbrechen gäbe es auf beiden Seiten. Die Strategie zu verfolgen, ganz kurz, dass sie, dieser Krieg weiß, lange ist, dauert. Das weil ist keine es ein gute Idee, aber ich muss Sie da einmal festhalten, weil ich das auch gesehen habe. Sie haben das in Ihrem Video gesagt. Sie sagen, es gibt Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Ja, ich wollte nur wissen, ob das, was Sie sehen, was in der Ukraine passiert von russischer Seite, wirklich mit etwas vergleichen wollen, was gerade von ukrainischer Seite gegen Russland passiert. Ja, es gibt zum Beispiel Videos. Eins ist zumindest von der New York Times verifiziert worden. Da wurden russische Kriegsgefangene erschossen. Das waren Soldaten. Das gibt es schon. Ja. Ich rede von Zivilbevölkerung. Ja, aber auch das ist ja nicht eine Übereinstimmung. Und wie gesagt, es gab vorher, jetzt haben wir ja keine unabhängigen Quellen, auf die wir uns beziehen können. Ich merke, dass Sie das glaube, dass wir ganz klar sagen können, dass in diesem Krieg furchtbar. Sandra Maischberger hat in ihrem Anwurf suggeriert, es gäbe keine Verbrechen seitens der ukrainischen Zivilbevölkerung. Dabei gibt es in Mariupol unzählige Zeugen dafür, dass das Azov-Bataillon Zivilisten gezielt als Schutzschilde missbraucht hat und Zivilisten beim Versuch, die Stadt zu verlassen, umgebracht wurden. Es zeigt sich hier, dass Maischberger weiß, was dem Publikum hierzulande präsentiert wird und was nicht präsentiert wird. Dass die Medien hier ein Kartell bilden. Dass alles, was gegen die ukrainische Regierung spricht, dass das dem Publikum hier nicht präsentiert wird und behauptet dann dreist, es gäbe keine ukrainischen Kriegsverbrechen. Beziehungsweise legt das dem Publikum eindeutig nahe, indem sie suggeriert, Sarah Wagenknecht betreibe Desinformation. Das heißt, Sandra Maischberger greift ein bei vermeintlicher Desinformation von Sarah Wagenknecht, schweigt aber wissentlich die ganze Zeit,
wenn Marie-Louise Beck Desinformation tatsächlich betreibt. Im Gegensatz zu Sarah Wagenknecht, die keine Desinformation betreibt. Man kann also sagen, Sandra Maischberger, es wird gezielt Desinformation verbreitet. Inhalte dieser Sendung können überhaupt nicht ernst genommen werden, weil falsche Informationen nicht ausgeräumt werden. Gäste können alles Mögliche behaupten, es wird nicht eingegriffen, wenn es falsch ist. Das ist reine Kriegspropaganda, vergleichbar mit Schleichwerbung. Es ist nichts als Schleichwerbung für Waffenlieferungen an die Ukraine. Das ist das heutige Niveau der Öffentlich-Rechtlichen. Es ist eine Schande für Deutschland, eine Schande für die westliche Welt. Zu suggerieren, als das sei das jetzt der erste brutale, verbrecherische Krieg seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das entspricht nicht der Realität. Das ist und ein übrigens Punkt, entspricht das auch, auch diese Heuchelei, die Freiheit der Bündniswahl, was die wert ist, wenn amerikanische Interessen tangiert werden. Das sehen wir zurzeit im Südpazifik. Im Südpazifik Lassen gibt Sie es eine... Nein, das bleiben. Möchte ich schon. Australier, der australische Premier, hat ganz klar gesagt, wir werden nicht hinnehmen, dass vor unserer Haustür wörtlich ein chinesischer Marinestützpunkt stattfindet. Ich glaube, Sie und haben da beide reden wir noch nicht mal von der Haustür für Washington. Also das heißt, das, was Sie hier klar in der Ukraine Putin ich muss ein jetzt bisschen auf den Atomknopf drückt, sondern es geht darum, wenn wir Waffen liefern, was passiert? Auffällig ist, dass Maischberger beständig versucht, Wagenknecht zu unterbrechen, wenn diese wichtige Information liefert, die die Öffentlich-Rechtlichen normalerweise nicht liefern. In jedem solchen Moment unterbricht Maischberger Wagenknecht und suggeriert durch Tonfall und Körpersprache, Wagenknecht würde vom Thema abweichen und was sie sagen würde, wäre total unwichtig und belanglos. Es sind immer genau dann die Momente, wenn Wagenknecht Verhältnismäßigkeit herstellt. Das Beispiel mit den Salomonen ist exzellent, um aufzuzeigen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Dass die USA oder Australien Militärbasen nicht dulden, die nicht ansatzweise so nah sind wie Ukraine an Russland. Oder auch wenn Wagenknecht darauf hinweist, dass es viel mehr Kriege gegeben hat als diesen hier. Beispielsweise findet im Moment eine Invasion der Türkei im Nordirak statt, und kein Medium berichtet darüber. Es wird in der Sendung nicht kritisch aufgegriffen, dass die USA zahlreiche Angriffskriege geführt haben, diese als Friedensmission deklariert haben und die Begründungen für die Kriege sich nachher als Lügen herausgestellt haben. Und auch die Umsetzung der Ziele nie erfüllt wurden, also dass es den Menschen besser geht und Demokratie herrscht. Es findet außerdem ein dröhnendes Schweigen über die Zustände in der Ukraine statt. Dass der Oppositionsführer Medvedchuk, der in den Umfragen Zelensky überholt hat, von Zelensky einfach in Haft genommen wurde und jetzt eine Geisel der ukrainischen Regierung ist. Systematisch wird ausgeschwiegen, dass die ukrainische Regierung seit 2014 die Zivilbevölkerung im Osten der Ukraine angreift. Und dass es deswegen vollkommen naheliegend ist, dass die Leute im Osten in dieser Ukraine mit dieser ukrainischen Regierung sich nicht weiter aufhalten wollen. Zumindest viele Leute dort. Dass die Leute im Osten ihre eigenen Republiken ausgerufen haben mit einem triftigen Grund, lässt den ganzen Konflikt auch noch ganz anders aussehen. Weil beispielsweise im Jugoslawien-Konflikt im Kosovo der Westen auch den Kosovo anerkannt hat. Und auch hier deutlich wird, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Wenn nämlich der Westen die Republiken im Osten anerkennen würde, wäre plötzlich die Ukraine der völkerrechtswidrige Angreifer und Russland der Beschützer, der den Hilferufen dieser Republiken nachkommt und diese Republiken vor der Ukraine beschützt, die beständig versuchen, sie wieder zu erobern. Hier sieht man, wie kompliziert der Konflikt ist und dass es eine Sache des Framings ist, ob ein Kriegseinsatz berechtigt ist oder nicht und man deswegen umso vorsichtiger sein muss, wenn es um Waffenlieferungen und um Krieg generell geht. Stattdessen verhandelt werden müsste und man am besten einfach die Neutralität der Ukraine festhält, was alle Probleme lösen würde. Die USA haben aber das Ziel, seit langem haben es verschiedene Personen geäußert, eine Freundschaft zwischen Russland und Deutschland zu verhindern. Und überhaupt es gut ist, wenn andere sich bekriegen und sich gegenseitig schwächen. Unter dem Licht sieht es aus, dass 2014 die USA gezielt Kräfte in der Ukraine unterstützt haben, die das Land spalten. Also genau diese russlandfeindlichen Kräfte zu unterstützen, weil in der Ukraine eine starke russische Minderheit lebt. Es sieht so aus, dass die Regierung der USA alles versucht hat, diesen Krieg zu provozieren, Russland zum Angriff zu provozieren, indem die russische Minderheit angegriffen wird, indem ganz viele Soldaten in der Ukraine stationiert werden, es Biowaffenlabore gibt und auch noch in Aussicht gestellt wurde, dass die Ukraine Atommacht wird. Es kam jetzt der Einwand von einem Kommentator, Russland hätte das doch wissen können, dass es eine Provokation ist und einfach trotzdem nicht angreifen. Aber es ist dann natürlich so, dass sich die strategische Lage, die geostrategische Lage für die USA stark verbessern. Und die USA können dann in Zukunft irgendeinen Konflikt provozieren mit einer verbesserten Ausgangslage. Also beispielsweise dann innerhalb von Russland irgendeinen Konflikt und dann würde man der Öffentlichkeit hier präsentieren, die und die Minderheit, sie haben das Recht, einen Staat auszurufen, wir müssen diese Leute mit Waffen unterstützen. Und dann wäre die Frontlinie heute wäre dann wieder ein Stück weiter östlich. Das ist jedenfalls die Argumentation von Russland und von Putin.
Und man muss wissen, dass die Russen hinter Putin stehen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.